Sie sind durcheinander, Mr. Duval. Oh ja, ich war. Hier ist Remy Duval, Freunde. Willkommen zu Native Sun. Diesmal habe ich die bezaubernde Miss Olivia Marcano zu Gast. Hallo allerseits. Liebe Hörer, einige von euch kennen Miss Marcano von ihrer Wohltätigkeitsarbeit für benachteiligte Mädchen in New Bordeaux. Ich kenne sie schon, seit sie selbst ein Mädchen war. Hören Sie auf, Mr. Duval. Ein Bild der Schönheit und Anmut. Und Leute, ich habe die Fotos vom Demokrantenball gesehen und sie sind traumhaft. Schluss jetzt. Ja, ist gut, ich reiß mich zusammen. Miss Marcano. Sie haben Neuigkeiten für unsere Hörer. Richtig, Mr. Duval. Die Anmeldefrist für das Stipendium der Duval-Stiftung wird um einen Monat verlängert. Das Stipendium der Duval-Stiftung? Was so einen Namen trägt, kann nur faszinierend sein. Erklären Sie unseren Hörern noch mal kurz, was das ist. Dieses Jahr liegt das Augenmerk auf den Naturwissenschaften, richtig? Ganz genau. Die Stiftung sucht für ihr Programm Bewerber mit außergewöhnlichem Hintergrund. Wir legen weniger Wert auf Noten als auf Einstellung, Dienst an der Gemeinschaft und einen moralisch gefestigten Charakter. Der Gewinner des Stipendiums erhält für nächsten Juni ein Sommerpraktikum am Wissenschaftszentrum in Frisco Fields. Nicht schlecht, was? Letztes Jahr hat sich unsere Stiftung mit dem Wissenschaftszentrum zusammengeschlossen, um eine neue Forschungseinrichtung zu Ehren von Lucio Marcano aufzubauen. Mein verstorbener Mann war ein großer Bewunderer der Naturwissenschaften und er träumte davon, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Sie werden alles Mögliche bekommen. Bücher, Becher, Bunsenbrenner, eben alles, was Sie so brauchen. Remy, was war Ihr liebstes naturwissenschaftliches Schulfach? Oh, ich habe hier ein bisschen dilettiert und mich da ein bisschen blamiert. Eigentlich Biologie. Oh, und ich frage jetzt bestimmt nicht, warum. Oh, sie hat mich durchschaut, Freunde. Aber im Ernst, macht euch auf zum Wissenschaftszentrum und holt euch ein Anmeldeformular. Einsendeschluss ist Freitag, der 29. März. Bis zum nächsten Mal. Ich läg wahrscheinlich schon tot in der Gosse, wenn sie nicht wäre. Sie ist ein echter Segen in meinem Leben. Doucette ist tot. Das Harlow gehört dir. Das heißt, du hast ihn am alten Riesenrad aufgehängt. Er hat Alice getötet. Hat das ganze Viertel in die Scheiße geritten. Doucette hat gekriegt, was er verdient. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Rache sieht. Und wird seine Füße baden im Blut des Gottlosen. Aber du weißt, das gilt für beide Seiten. Haben wir das nicht langsam hinter uns? Meine Leute haben ein Problem damit, dass sie jetzt demjenigen unterstellt sein sollen, der Bakker umgebracht hat. Und die Hälfte unserer Männer. Wir sollten mal lieber darüber hinwegkommen. Ich kann nicht jeden Einzelnen auf den Schoß nehmen. Natürlich nicht. Aber wir könnten ein Zeichen setzen. Und wenn du meinem Freund Emmanuel helfen würdest, würde das bestimmt dazu beitragen, ihre Nerven zu beruhigen. Um was geht's? Er kümmert sich um meine Grasdeals, die ich drüben am Bootshaus abwickle. Hilf ihm. Und ich sorge dafür, dass für dich auch was abfällt. Damit wir uns verstehen, ich will an allem beteiligt werden, nicht nur an einem bisschen Gras. Das wird nicht billig, Marcano loszuwerden. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum, du kriegst dein Geld schon. Die Lawa grüßen dich und ich...
Wir haben so viel Geld, weil du so hart gearbeitet hast. Nimm, hast es dir verdient. Ich weiß, dass es viel Vertrauen braucht, mir das Hollow zu überlassen. Wirst das nicht bereuen. Vergiss unsere Abmachung nicht. Es ändert sich nur dann was, wenn wir an der Macht sind. Und ich will jedes Stück dieser Stadt, das ich kriegen kann. Es kann dauern, aber wenn du es versuchst, wird Emmanuel sich dir öffnen. Hab Geduld. Wir haben noch viel zu tun, aber wir können erst richtig loslegen, wenn Cell weg ist. Also bring ihn unter die Erde. Als ich meinen Laden aufmachte, wollten mich die Leute verjagen. Heute bitten sie mich um Hilfe. Ist doch ein Fortschritt.